Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt direkt erstmal in meinen Browser. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Passen Sie auf. Also, wir gehen jetzt hier hin. Dann müsstet ihr jetzt... Oh mein Gott, ihr seht meinen Browser. Das hat funktioniert. Und ich habe uns sogar Hintergrundmusik vorbereitet, beziehungsweise Daniel hat das vorbereitet, sodass es nicht ganz so langweilig ist, wenn ich hier mal sitze und mir denke so, will ich das haben? Ne? Wisst ihr Bescheid. So, Leute, The Sims Resource. Unser aller Lieblings-Custom-Content, Shopping-Destination, ja? Ich habe ja inzwischen festgestellt, dass ich einen VIP-Account habe und ich habe auch jetzt in diesem Jahr das erste Mal dafür bezahlt. Ich hatte damals irgendwie, habe ich dann in einem Video gesagt, ich hätte gar keinen VIP und ich hatte den, weil ich den Warenkorb hatte und keine Ahnung was alles und dachte so, okay, irgendwie ein bisschen dumm gelaufen, dass ich das irgendwie anders gesagt habe, aber ich hatte es irgendwie gratis bekommen. I don't know why. Ich habe es nicht hinterfragt, es war toll. Also, was ich immer als allererstes mache, ich gehe auf alle Featured Creations. Das sind immer die neuesten. Und da scrolle ich mich dann immer erstmal durch. Und jetzt gucken wir direkt erstmal. Also, ich habe beim heute eigentlich gar kein konkretes Ziel. Ich lasse mich einfach immer super gerne so ein bisschen inspirieren. Ihr wisst ja, mein Custom-Content-Ordner ist pickebacke voll. Ich glaube, ich habe 10 GB an Custom-Content irgendwie im Spiel. Ich sehe aber schon direkt dieses Top. Und diesen Rock dazu, den brauchen wir auf jeden Fall. Bei Frisuren bin ich im Moment, glaube ich, ein bisschen bedient. Ich habe relativ viel Skins, suche ich jetzt eigentlich auch gerade keine neuen. Also, ja, von daher gucken wir einfach mal. Das Kleid hier finde ich auch süß. Das wäre so ein Kayla-Kleid, finde ich. Ja, ja, das wäre so ein Kayla-Kleid. Das geht auf jeden Fall mal mit. Ich habe festgestellt, ich habe viel zu wenig Schmuck. Deswegen nehme ich auch mal Schmuck mit. Ab wann kann man mich mit einem Abo unterstützen? Frage für einen Freund, Nikichen. Dankeschön. Also, soweit ich das weiß, das heute ist ja gerade erstmal mein zweiter Stream. Ich versuche hier parallel weiter zu shoppen. Ne? Dieses Top hier brauchen wir auch. Seht ihr auch, ne? Dass wir das brauchen, definitiv. Und dieses Kleidding ebenfalls. Soweit ich das ja richtig auf dem Schirm habe, ist es ja bei Twitch so, dass ich jetzt erstmal eine gewisse Anzahl an Stunden und Tagen irgendwie gestreamt haben muss, um diese Funktion halt freizuschalten. Dieses Yoga-Outfit ist von einem anderen Planeten. Das nehmen wir mit. Und das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, weil ich nicht weiß, wie war das nochmal? Moment. Ich glaube, Daniel hat das komplett noch auf dem Schirm. Ich muss irgendwie an 7 verschiedenen Tagen streamen. Und muss dabei mindestens immer 3 Zuschauer haben und muss 8 Stunden insgesamt gestreamt haben. Yo, da fehlt mir ein bisschen was, weil ich jetzt ja aktuell gerade nur ein Basic Short Top, ja das nehmen wir, und 50 Follower. Die 50 Follower können wir schon ein Häkchen dran machen, check, die habe ich schon. Die 8 Stunden... An den Durchschnitt kann ich, glaube ich, hoffentlich auch ein Häkchen dran machen. Außer es kommen ab nächster Woche plötzlich nur noch 3 Leute. Aber ich bin jetzt mal zuversichtlich, dass ein paar mehr. Das ist auch sehr schön. Das ist ein sehr schönes Kleid. Würde ich auch so anziehen. Ja. Das Top hier ist auch geil. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen, bis ich das sozusagen freischalten kann. Aber sobald das dann verfügbar ist, dann darf dein Freund mich sehr gerne freiwillig mit einem Abo unterstützen. Das ist super lieb von euch. Das Kleid hier habe ich eben schon mal gesehen, als die Seite geladen hat. Das finde ich auch mega schön. Richtig toll. Pisas, kenne ich auch. Habe ich auch mehrere Sachen von, definitiv. Diese Shorts finde ich, glaube ich, auch mega süß. Ja, müssen wir uns in-game angucken, ob die dann vom Swatch her wirklich so richtig schön ist. Aber das werden wir sehen. Hallo Schrumpelkartoffel, willkommen. Wo geht ihr denn auch so am liebsten Custom-Content shoppen? Seid ihr alle so für... Oh mein Gott, dieses Office, Leute. Das geht jetzt den ganzen Abend so, wisst ihr, ne? Ich werde die Sätze anfangen und dann so... Oh mein Gott, ist das schön. Das wird jetzt den ganzen Abend so gehen. Okay, das nehmen wir auch mit. Wo geht ihr Custom-Content shoppen? Also Sims Resource, muss ich persönlich sagen, als ich die Seite vor ewigen Jahren entdeckt habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, das kann doch alles auch nicht kostenlos sein. Das ist Wahnsinn. Also ich war schier erschlagen davon. Und muss sagen, ich bin mega happy, dass es die Seite gibt und ich unterstütze die auch wahnsinnig gerne. Halt monetär, das ist ja auch nun wirklich nicht teuer, ne? Also, was kostet 25 Euro umgerechnet im Jahr? Also, kann ich mir auf jeden Fall gerade so leisten. Und
ist auch süß. Jeans für Männer kann ich nie genug haben. Und ich muss sagen, ich finde, The Sims Resource ist halt inzwischen, die haben die Seite ja auch vor einiger Zeit gelauncht. Diese Hose hier finde ich geil. Die finde ich toll. Die nehmen wir mit. Bodysuit? Nö, ich weiß nicht. Genau, also seit die gelauncht wurde, das ist auch sehr süß, ist die richtig gut. Also ist die auch sehr übersichtlich. Und vor allem, wenn man halt auch natürlich diesen Warenkorb hat, ist es mega, mega easy. Also wenn man das alles, wo ich das früher gemacht habe. Okay, also Daniel hat Twitch gehackt und hat quasi... Darf ich das überhaupt sagen? Keine Ahnung. Also Daniel hat umgestellt, dass ihr den Stream im Nachhinein 14 Tage noch schauen könnt. Er weiß aber nicht, ob das für diesen Stream noch funktioniert. Also tut es mir leid, falls es für diesen Stream noch nicht funktioniert. Aber dann auf jeden Fall ab nächster Woche safe. So, wo war ich jetzt? Genau, also wenn man halt das alles einzeln machen muss und alles im nächsten Tab und dann 10 Sekunden warten und so, so habe ich das ganz am Anfang gemacht, da wird man schon ein bisschen bekloppt. Also deswegen, es lohnt sich schon, den VIP zu haben. Vor allem, wenn man halt auch öfter und viel und gerne Custom-Content shoppen geht. Das Top ist auch geil. Das ist, ja. Der Rock ist auch schön. Der passt sehr schon richtig gut zu diesem Top da. Hallo? Da kommen neue Follower. Hallöchen. Hallöchen. So, ich habe jetzt mal geguckt. Also Lavali geht eigentlich auch fast nur bei The Sims Resource und auf YouTube durch Reddit gibt es auch Sims 4 als Thread und einen extra Thread. Okay, auf Reddit bin ich so gar nicht unterwegs. Reddit ist für mich, da stolper ich immer nur drüber, wenn ich irgendwas google. Und was hatten wir doch in der Serie? Wer hat nochmal gesagt, Reddit ist wie ein beleidigter junger Typ oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Also Reddit ist irgendwie, hat sich mir noch nicht sehr erschlossen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag ansonsten tatsächlich einzelne Seiten noch bei Tumblr oder halt auch einzelne direkte Websites von Creatoren selber. Also ich habe noch ein paar andere Sachen aufgemacht, wo wir auch nochmal gucken gehen, ob es was Neues gibt. Aber ich muss sagen halt, Sims Resource ist natürlich eine unendliche Quelle, ne? Ganz ehrlich. Also wenn man irgendwas sucht, absoluter Wahnsinn. Das hier könnten wir als Postpack eventuell mal für süß... Könnte ich eventuell mal gebrauchen, muss ich mir merken. Postpacks ist echt so eine Sache, ne? Das ist, boah, das ist so anstrengend, das auch immer zu machen. Deswegen bin ich da manchmal etwas faul, gebe ich zu. Jo, das Top ist auch sehr geil. Oh, der ist auch schön. Möbel habe ich jetzt momentan gar nicht so stark im Fokus. Wenn mich was anspringt, was mir gefällt, so wie dieser hier, nehmen wir den mit. Oh, ein Skin für eine etwas ältere... Für einen älteren Sim. Finde ich gut. Hat man immer viel zu wenig. Nehme ich mit. Das ist aber süß. Ach, das ist nur das Accessoire. Okay, das ist blöd. Das ist blöd. Auf jeden Fall immer erst diese Seite, dann so meine zwei, drei Creator, wo ich halt sonst noch super gerne hingehe. Die habe ich mir alle abgespeichert. Das hier ist süß. Das nehmen wir mit. Und ansonsten gibt es ja noch Simsdom. Das ist ja auch eine relativ große Plattform, aber ich hasse diese Plattform. Ich war letztens nochmal drauf, weil ich dachte so, okay, für die Streamvorbereitung guckst du nochmal. Ich komme da nicht klar und ich sehe es irgendwie nicht ein, weil die Seite selber mich schon so irritiert und mich so fertig macht, dass ich gar keine Lust habe, mir da überhaupt so ein VIP-Abo zu holen. Deswegen, also die catcht mich null und die finde ich so kompliziert und meistens sind die Links kaputt und du kannst doch nichts runterladen und das finde ich dann ultra nervig. Also das verschwendet meine Zeit und das mag ich nicht. So, ich gucke jetzt mal rein. Woran kann es liegen, dass nur ein Teil vom Custom Content auffindbar ist im Spiel? Es kann sein, dass es dann nicht sauber in die Kategorien vielleicht eingeordnet ist. Maybe. Oder aber hast du das öfter, dass wenn du was draufpackst auf den Sim, dass er dann so Fragezeichen hat und so rot und weiß irgendwie fleckig aussieht, dann ist der Custom Content kaputt. Ansonsten würde ich halt, wenn du nicht weißt, wo etwas gelandet sein könnte, das Top hier finde ich auch übrigens süß, nehmen wir mal mit, weil das ist vielleicht so ein bisschen sowas so Kayla-like. Dann kann das eventuell, also könntest du mal gucken, um zu testen, ob es an diesem einen, an dieser einen Datei liegt, alles rausnehmen, nur diese eine Datei drin lassen und dann gucken, wo findest du die. Also das heißt, vielleicht ist die in einer falschen Kategorie einsortiert. Man muss ja immer im Hinterkopf behalten,
Hier, für Herren nehme ich immer mit. Das ist süß, das kann man machen. Und ich habe für Männer immer viel zu wenig. Immer. Es kann halt sein, dass da mal was nicht richtig sauber eingeteilt ist. Das muss man, finde ich persönlich, denen auch nachsehen, weil die meisten Leute machen das ja wirklich aus Spaß an der Freude und gratis. Ne? Also die werden dann von Sims Resource ein bisschen bezahlt, aber die werden damit jetzt wahrscheinlich keine Unsummen verdienen. Und dafür, finde ich, ist das Angebot immens gut. Und dieses Kinderzimmer nehmen wir auf jeden Fall mit. Das heißt, da kann natürlich sein, dass mal was falsch kategorisiert ist. Ne? Was du machen kannst, es gibt von Sims Resource auch diesen, wie heißt denn das Ding? Diesen Custom Content Manager, glaube ich, heißt es. Oder so ähnlich. Musst du mal gucken. Bieten die an? Ah ja, hier, das ist ja schon die Werbung. The Sims Resource CC Manager. Den habe ich mir auch mal installiert. Wenn du nur den nutzt und alles an Custom Content rausschmeißt und nur den nutzt, kannst du da über diesen Custom Content Manager, das ist dann sozusagen wie so eine eigene Applikation halt auf dem PC, kannst du auch zum Beispiel kaputten Custom Content relativ einfach finden, weil du dann im Prinzip nicht nur so wie in deinem normalen Explorer jetzt bei Windows dann sozusagen den Dateinamen siehst, sondern du siehst es quasi wie auf so einer Website. Also dir wird dann halt ein Bild angezeigt. Dann weißt du halt auch genau, okay, was ist das? Da kannst du den zum Beispiel auch reparieren. Da kannst du den verschieben und solche Sachen. Kannst du dir mal angucken. Gibt es auch Videos zu, Erklärvideos. Aber ich hatte bis jetzt nicht die Muße, meine 10 GB an Custom Content in diesen Manager reinzusortieren. Ich muss gestehen, das wäre echt eine absolute Herausforderung. Ey, oh mein Gott. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Das Kleid da, das ist schon over the top, ne? Aber vielleicht könnten wir es gebrauchen. Ich weiß es nicht. Ja oder nein? Welcher Sim könnte das tragen? Das könnte aber unsere Jo vielleicht mal tragen für eine Preisverleihung, oder? Ist es so ein Ja oder so ein... Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt mal was zu dem Kleid. Hopp oder top? Wenn ihr noch da seid. Oder vielleicht seid ihr schon eingeschlafen. Okay. Wir können sonst ja gleich nochmal zurückgehen. Also, wir können es uns ja auch noch genauer angucken. Ist wie der Original-Shop. Ja, kann man so... Ach, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Kann man vielleicht so sagen, ja. Also, was heißt der Original-Shop? Eigentlich ist es eine... Ach, hier gibt es nicht mehr Bilder. Ja, für Alaska. Für Alaska wäre das vielleicht was, ja. Ach komm, ist ja gratis, ne? Ist ja gratis. Nehm's mal mit. Also, The Sims Resource ist eigentlich eine Plattform. Und hier gibt es halt Creator, die erstellen hier ein Profil und laden halt ihren Content hoch. Viele von denen haben auch, die nehmen wir auch mit, das ist eine Jeans, das ist immer super für Jungs. Und hier so T-Shirts, ist auch immer super. Das heißt, es kann halt sein, dass die auch noch ihre eigenen Tumblr-Blogs haben oder ihre eigenen Websites. Das hier catcht mich jetzt nicht so. Nee, das catcht mich nicht so. Aber das hier ist auch vielleicht ganz süß. Ja, das nehmen wir mal mit. Und das heißt, die Creator können sich halt ihr eigenes Profil anlegen und können dann hier auch hochladen. Also, das macht nicht jeder. Manche, also zum Beispiel Cibulette hat jetzt auch mal angefangen, hier auch hochzuladen, habe ich gesehen. Und wenn die halt sehr beliebt sind, die Creator, glaube ich, kriegen die auch so einen Teil der Einnahmen sozusagen. Also dann werden die so ein bisschen beteiligt und bekommen halt so ein kleines Vieh. Ich habe absolut keine Ahnung und null Vorstellung, ob und wie viel man damit Geld verdienen kann. Es gibt ja auch viele, die dann halt bei Tumblr oder Patreon sind, sodass man halt die dort unterstützen kann, dass man halt im Early Access, also mit einem früheren Zugang halt diese Klamotten bekommt. Ich bin da schon im Überlegen, tatsächlich den einen oder anderen Creator auch mal zu unterstützen, wenn auch mein Kanal halt noch ein bisschen mehr abwirft. Fände ich das auch eine faire Sache, weil es halt viele Creator gibt, wo ich regelmäßig mir den Content lade und ich finde das schön, dass die das ja einfach so halt erstellen. Ich habe absolut keine Vorstellung davon, ob und wie viel Geld damit gemacht wird. Ich glaube, so ein Anbieter von so einer Plattform wie The Sims Resource wird relativ viele Zugriffszahlen und wahrscheinlich relativ gutes Geld verdienen. Allein dann durch die Werbung und natürlich durch die VIP-Accounts, aber... Für die einzelnen Creator habe ich keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Jo. Also Klamotten. Sims. Was ist Höder? Wunderschöne Kinder. also hier gibt es hauptsächlich Klamotten, Möbel, Skins, Make-up, Accessoires, also alles. Es gibt halt hier auch so eine ganze, auch für Sims 1, 2, 3 und 4.
Und dann hast du hier einzelne Kategorien oder zum Beispiel auch so Gesichtsbehaarung, Böden, ganze Räume kannst du dir runterladen. Also es gibt alles Mögliche hier. Alles. Aber ich bin halt immer sehr spezifisch auf Klamotten, weil ich finde, hier gibt es halt die beste Klamottenauswahl. Das ist süß. Das würde ich auch anziehen. Voll schnuggelig. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Leider nehmen wir mit. So eine Frisur für Kleinkinder nehmen wir auch mit. Das hier ist jetzt gut übrigens. Das geht, glaube ich, nur im VIP. Der sagt mir jetzt hier, dass das ein Retexture ist. Das heißt, ein anderer Creator hat sich eine Frisur genommen und hat neue Haarfarben zum Beispiel hinzugefügt. Oh, das war mein Hund. Sorry. Also, das war mein Hund. Das heißt, er hat dann neue Haarfarben hinzugefügt und man braucht dann das Original noch zusätzlich, weil sonst funktioniert diese Haarfarbe logischerweise nicht, weil er kein Original hat, auf das er zugreifen kann. Das kann natürlich übrigens auch sein, Svenja, dass das auch ein Problem sein kann, dass du dir einen Retexture geladen hast und das Mesh das Original nicht besitzt. Das passiert auch oft bei Kleidung, dass jemand neue Farben hinzufügt oder so. Und wenn du halt VIP bist, dann sagt er dir halt schon direkt hier so, okay, du required items, ne, du brauchst dafür was anderes. Und dann kann ich sagen, hier, ich nehme alles ab in den Warenkorb. Dann habe ich alles, das Retexture und das Original. Genau, das kann tatsächlich auch ein Grund sein. Seht ihr? Bin ich selber gar nicht drauf gekommen, aber Sims Resource hat es uns gesagt. Das ist auch ein sehr schönes Kleid. Das nehmen wir definitiv mit. Und dieses Set hier nehmen wir auch mit. Ja. Oh, kurze Hosen für Männer. Auf jeden Fall. Das ist schön. Hot. So, irgendwann komme ich auch an meine Grenze. Dann muss ich den ersten Schwung runterladen. Aber noch haben wir, glaube ich, Platz. Das ist auch süß. Ja. Das ist auch süß. Lippenstifte und so habe ich ehrlich gesagt auch genug. Ein Herrenshirt. Das ist so ein bisschen so Gigolo-mäßig, ne? Aber geht eigentlich, ne? Ach, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ei, süße Pullover für Kinder. Muss eben mal mit. Aber es ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Also Custom Content. Ich habe tatsächlich irgendwann also auch mal drüber nachgedacht, mir selbst die Muße zu geben. Ich habe auch das Sims Studio auf meinem Rechner, um, wenn ich jetzt wirklich mal richtig Bock hätte, also Custom Content auch richtig zu redesignen oder so, oder eigenen Custom Content zu erstellen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, dafür muss ich halt studieren gehen, weil dafür muss ich eine Programmiersprache lernen. Schatz, weißt du noch, welche das war? Das ist auf jeden Fall eine, die du auch, glaube ich, nicht gelernt hattest, ne? Eine Programmiersprache für dieses Custom Content. Wir hatten uns das schon mal angeguckt. Ich weiß nicht mehr, welche das war, aber das war auf jeden Fall irgendeine Programmiersprache, die man dafür lernen muss. Also wenn ich irgendwann in meinem Leben noch so richtig Bock auf eine Weiterbildung für mich persönlich habe, dann werde ich das Thema vielleicht mal angehen. Aber aktuell weiß ich nicht. Das ist auch ein hübsches Kleid. Sehr schlicht, aber es ist hübsch. Das ist hier auch sehr special, ne? Dieses Elfen-Outfit. Aber bräuchte ich jetzt aktuell nicht. Bräuchte ich aktuell nicht. Das ist alles nicht so. Also Nikes nehmen wir mit, ne? Ist ja mal klar. Ah, das ist auch ein Retexture. Sehr schön. Die Schuhe haben wir, glaube ich, aber eh. Aber ist egal, zur Sicherheit lade ich sie mit runter. Nee, ist nicht so special. Ist nicht so special. Das ist süß. Weil für Kleinkinder, ich müsste später nochmal noch nach Badeanzügen oder Schwimmsachen für Kleinkinder gucken. Habe ich nämlich festgestellt, habe ich nichts. Das ist auch ganz hübsch. Ja, das ist hübsch. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und du, das ist auch ein Retexture, aber ist nicht schlimm. Der sagt mir jetzt hier, ne, Original. Dankeschön. Nehmen wir auch mit. Ja. Was habt ihr so für einen Stil? Habt ihr so einen speziellen Stil? Oder, also bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich. Also, für Sin My Shuno, für die Charaktere, ist es ja gerne auch mal ein bisschen freizügiger, ein bisschen sexy-hexy. Und fürs Landhausleben ist es ja auch eher so ein bisschen gediegener, so ein bisschen blumig, so ein bisschen Landhausprint halt, wenn es geht. Das finde ich auch irgendwie sehr hübsch. Das ist ein bisschen 70s-Vibes, aber finde ich cool. Nehmen wir mit. Und Mystical Legacy ist es eigentlich alles bunt gemischt, witzigerweise. Ja, aber deswegen ist es bei mir total unterschiedlich. Aber manchmal hat man ja so einen Stil irgendwie, ne? So eine festgefahrene Richtung. Habt ihr das oder ist es bei euch auch eher unterschiedlich?
je nachdem, was ihr gerade gerne für eine Art Challenge oder so spielt. Würde mich mal interessieren. Das ist ein Wandpanel, ne? Das ist schon geil. Ist schon cool. Nehmen wir mal mit. Und das sind Lichter. Das sind Lampen. Die sind auch sehr schön. Ayo. Ab in den Warenkorb. Wer hat's gerade geschrieben? Man kann ja nie genug haben, Niki. Ich nehme alles mit, was gefällt. Ich auch. Immer. Immer und jeher ist das meine Strategie. Die Markensachen, das kann ich dir gleich noch zeigen. Da gehen wir auch gleich noch gucken, weil da gibt's auch neuen Stuff, habe ich gesehen. Das ist auch sehr schön. Wenn so meine Terrasse aussehen würde, Leute. Also wir überarbeiten ja gerade unsere Terrasse. So wird sie nicht, aber fast. Fast. Ich zeige euch gleich, wo ich die Markensachen her habe. Da gehen wir auch hin. Das ist nämlich bei Tumblr direkt. Das zeige ich euch. Das ist auch süß. Das geht auch. Das geht auch mit. Ist super. Von Challenge zu Challenge. Challenge, unterschiedlich Challenge. Oh Gott, ich habe heute Sprachprobleme. Es tut mir leid. Ja, ist wirklich so, ne? Je nachdem, was man halt auch für einen Charakter hat. Manchmal, also, keine Ahnung, wenn es halt so ein lieberer, unschuldigerer Charakter ist, dann sieht man die auch irgendwie automatisch anders an, ne? Man ist irgendwie, ja, man spielt halt so ein bisschen Gott, ne? Wenn man Sims spielt. Aber das ist ja auch irgendwie das Interessante daran. Apollöwasche! Ja, warum nicht? Das hier... Oh, doch, das ist irgendwie auch süß. Ja, doch, das ist auch süß. Vor allem, weil ich für kleine Kinder immer viel zu wenig mitnehme. Das finde ich auch cool, das Set. Das hat auch was. Das ist was für ein Teenie, finde ich. Könnten wir ja Valerie demnächst anziehen. Das ist auch ein sehr schönes, knappes Kleid. Das nehmen wir mit. Bisschen Maishuno. Brauche ich immer knappe Kleidchen. Das ist auch cool. Ich stehe selber voll auf so Sportsets. Deswegen muss ich die immer mitnehmen. Das ist auch schön. Das ist zum Beispiel auch was für Lavina. Ne? Das ist so für eine ältere Dame. Ne? Da muss man 172 Sachen. Ja, ja, hör mal, das läuft. Das läuft hier. Wir sind doch gerade am Anfang. Ich glaube, bis... Wie viel haben wir drin? Es sind jetzt 500 MB und ich habe 1,04 GB. Geht noch was. Geht noch was, weißt du? Ah, herrlich. Ich liebe das. Lucy Dress. Aber das ist schön geschnitten. Das ist sehr schlicht, aber es hat einen super schönen Schnitt und auch sehr schöne Farben. Nehmen wir mal mit. Das ist auch süß. Das ist auch so ein schlichteres Sommerkleid. Das würde auch zu einer älteren Dame passen. Das ist auch sehr sexy. Das nehmen wir für Sin Maishuno mit. Das ist ja ganz klar gebongt. Ah, Leute, ich trinke mal einen Schluck Teeche. Heute ist es der ganz standardmäßige Kamillentee. Das erinnert dich an meinen Kleiderschrank. Hast gerade mein neues Video geschaut. Ja, Hammer. Also in meinem Kleiderschrank ist auch immer mehr als mehr. Aber ich mag es halt bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich halt toll, weil das Leben ist viel zu kurz für nur in Schwarz und Dunkel und alles rumzulaufen. Bei so einer Hose weiß ich nicht. Ach, das ist ein Jumpsuit. Ach komm, why not? Dafür muss man aber auch die richtige Figur haben, ne? Das ist auch sehr geil. Das nehme ich für die Mystical Legacy Challenge mit, weil da brauchen wir je nachdem tatsächlich auch mal was Ausgefalleneres, weil das ist so ein bisschen Prinzessinnen-like, aber sehr, sehr drüber. Finde ich schön. Nehmen wir mit. Was bist du? Die Haare sind toll. Sorry, kurz abgelenkt. Kurz abgelenkt! Die nehmen wir auch noch mit, die sind auch hübsch. Aber das hier ist auch cool. Study Room. Ein Study Room. Das ist aber ein super schönes Wandregal. Ich hoffe, das ist so fertig dekoriert. Dann nehme ich es gerne mit. Und was bist du? Wow! Das nehme ich ohne Mist, das nehme ich mit, weil wir werden nämlich in unserer Mystical Legacy Challenge natürlich irgendwann auch ein Alien-Kind haben. Hallo? Und das ist übrigens Cibulette. Der heißt auf The Sims Resource Cibubu. Das ist voll süß. Sibubu. Mit vielen Slots liebe ich. Liebe ich auch. Ja, ja. Das liebe ich halt auch an Custom Content, dass du mehr Möglichkeiten hast, Dinge drauf zu platzieren. Das ist halt ganz toll. Ja. Also das nehmen wir mit für unser zukünftiges Alien-Baby. Mhm. Ja. Und dann nehmen wir auch Part 2 mit. Super. Da sind nochmal ein paar schöne Lämpchen. Lampen kann man nie hier noch ran, ne? Ja, nehmen wir mit.
Nehmen wir mit und eine Jungsfrisur auch auf jeden Fall. Und diese Boots auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen für Landhausleben. Würde aber auch als cooler Stilbruch-Mix für was anderes passen. Also geht so oder so. Der Rock. Aber das Top ist schön. Diese Schüchen sind sehr süß. Das wäre vielleicht was für Gwen, wenn sie älter wird. Für unser Landhauskind. Oder Landhauslebenkind. Wow, das ist ein wildes Outfit, ne? Das ist sehr wild. Oh, das Make-up ist schön. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Weil das ist hübsch. Nee, das gefällt mir nicht so. Also ich gucke immer einfach so, was mich anspringt. Ah, Letterina ist auch da. Hallo, Amelie. Du trinkst Kamillentee nur, wenn du Magen-Darm hast. Sonst wird dir davon schlecht. Oh je. Yeah. Nee, ich trinke das tatsächlich ganz gerne. Vor allem, weil wir haben draußen vorhin viel mit Farbe gearbeitet und geschliffen und so. Und dann tut das gut tatsächlich danach. Das ist süß. Das wäre so ein klassisches Prom-Dress. Wisst ihr, so abschlussballmäßig. Voll süß. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Was ist das? Das ist das Top, ne? Das Top finde ich süß. Die Hose. Wir gucken gerade mal rein, ob wenn es die auch in Jeansfarbe... Ja, es gibt die in Schwarz. Nee, die Swatches gefallen mir nicht. Nee, ist nicht so richtig mein Vibe. Oh, das hier nehmen wir mit. Unbedingt. Und so eine Jogger geht auch immer. Ist bei mir persönlich auch der Fall, geht aber auch in Sims immer eine Jogger. Was haben wir hier? Jetzt brauche ich noch die anderen Oberteile, also den Ober- und Unterteil von den anderen Sachen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil das ist einfach nur sortiert, so wie es hochgeladen wurde, ne? Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, Leute. Der ist ja schön. Aber dann will ich auch den Schmuck dazu. Das ist voll blöd. Ich habe nämlich super schönen Schmuck halt so für einzelne Sachen. Für Haare. Und ich finde ja die passenden Haare mal nicht wieder. Den nehme ich auch mal mit. Der ist auch geil. Mega tolle Frisur. Und die finde ich, glaube ich, auch gut. Die ist sehr Styler. Styler-Hipster. Nehmen wir mit. Das ist auch schön. Ja. Guck mal hier. Voll auch wie so ein Dyson-Ding, ne? Ja. Und das da müssen wir dann auch dazu nehmen. Das ist dann der Rest davon, gell? Ist egal. Es geht mit in den Warenkorb. Alles rein. Ich gehe mir mal gerade Fenchel-Kümmel-Anis-Tee machen. Oh, wow. Ist auch geil. Also ich stehe mittlerweile auf so Kräutertees. Hätte ich früher auch nicht gedacht. Aber ich mag die wirklich mittlerweile. Das ist auch sehr schön. Also wie gesagt, ich war eigentlich nicht auf der Suche nach neuen Möbeln, aber wenn mich halt was anspringt, was mir gefällt, nehme ich es mit. Simcredible ist sowieso eine super tolle Creatorin. Mega tolle Sachen. Und das hier sind noch die Accessoires, das ist das Dekor. Das nehmen wir natürlich dann auch noch mit. Muss ja, ne? Das ist auch cool. Oh, die Bilder sind schön. Yep. Alles klar. Und das hier könnte auch was sein. So ein Korb mit so Kissen drin ist süß. Die Bilder sind schön. Flänsle, so eine Bank. Geht auch mit. Wunderbar. Ah, das sind Pearl Hair Accessoire. Sehr gut. Hammer im Korb. Aber ich glaube, das Ober- oder Unterteil von dem anderen Ding, was ich da eben hatte, kommt nicht mehr, ne? Das ist aber schade. Das ist sehr schade. Wow. Das ist so ein bisschen Kim Kardashian-like, ne? Geil. Könnte für Sin My Shoe nur irgendwo passen. Und das hier auch. Ich mag so gerippte Sachen. Diese Ripped-Optik bei den Stoffen finde ich total geil. Stehe ich sehr drauf. Ah, das ist auch schön. Das nehmen wir noch mit. Super. Gucken wir mal weiter. Ah, Kleider für Kleinkinder. Ist aber auch ein Zungenbrecher. Muss natürlich auch unbedingt. Aber ich finde, Schmuck ist auch immer schwierig, ne? Die ist okay, aber die ist jetzt, das haut mich immer nie so vom Hocker. Weil ich bin so ein Fan von so Statement-Schmuck, wisst ihr? Und das gibt es irgendwie nicht so wirklich oft. Naja, man kann halt, wie gesagt, ne, ist ja kein Wunschkonzert hier. Also von daher, ich bin glücklich, dass das hier alles überhaupt zur Verfügung steht, gell? Das muss doch von dem anderen Ding gefallen. Ah, das ist aber toll. Sehr gut. Sehr gut. Und die Ohrringe sind geil. Seht ihr? Sowas meine ich. Das finde ich cool. Also die Kette dazu wäre in Kombination too much. Aber die Ohrringe sind geil. Was? Ist er voll? Er ist voll.
Dann alles auswählen und Download. Jetzt warten wir mal kurz, damit ihr das halt hier im Hintergrund macht. Ich trinke nochmal eine Runde Teechen. Weil ein bisschen müssen wir noch gucken bei Sims Resource, auf jeden Fall. Das ist halt jetzt natürlich, im Stream müsst ihr jetzt halt leider gemeinsam mit mir warten. Aber es geht ja relativ schnell, wie ihr seht. Wir haben jetzt auch inzwischen eine sehr stabile Internetleitung. Wir sind sehr glücklich. Wir hatten hier immer unfassbar Probleme mit dem Internet. Aber wir haben scheinbar hoffentlich, toi toi toi, jetzt das Problem gelöst. Und seit einer Woche tatsächlich eine stabile Internetleitung. Ich bin very, very happy. Weil wir hatten zwar bisher immer Glück, dass weder jetzt, also ich habe ja noch nicht so oft gestreamt, aber jetzt fange ich ja tatsächlich regelmäßig an. Und wir hatten immer Glück, dass es alles gehalten hat, während wir gestreamt haben, weil das ist natürlich halt super bescheiden, wenn dann während dem Stream halt bei uns das Internet abbrechen würde, weil das wäre halt mega ätzend, ne? Aber toi toi toi, bisher ist es noch nie passiert. Und pass auf, gleich bin ich weg. Das wäre es jetzt, ne? Ach ja. So, er hat es gleich geschafft. Und dann können wir den Basket nämlich leeren. Und dann gucken wir noch mal ein bisschen weiter. Ich bin mir immer selber so, dass ich dann so sage, okay, du gehst noch bis Seite 30. Okay, du gehst noch bis Seite 40. Okay, du gehst noch bis Seite 50, wisst ihr? So, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Es gibt halt so viel schönen Stuff. Und ich denke dann immer, ich verpasse auf der nächsten Seite noch was. Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist ganz fürchterlich. Ich habe ein Suchtproblem. Ich habe ein Suchtproblem. Okay, die Sarah Sunshine kann es auf jeden Fall fühlen, glaube ich. Oh, ist echt wahr. Ay, Problems in my life, Leute. Ich warte noch, bis er es downgeloadet hat, bevor ich es rauslösche. Und dann machen wir nochmal 1 Gigabyte und dann ist gut, okay? Dann begrenze ich mich heute auf Gigabytes. Und hier könntet ihr jetzt halt auch, wenn ihr diesen Custom Content Manager habt, könntet ihr jetzt hier auch sagen, install direkt in diesen Custom Content Manager, ne? Das ist halt auch super praktisch. So geht's dir mit YouTube? Ja, voll. Auch same. Ja, okay. Na, oder auch bei Serien. Bei Serien ist das auch ganz schlimm. Vor allem, wenn die richtig gut sind und richtig heftige Cliffhanger haben. Dann so, ja, okay, wir gucken die nächste nur an. Kennt ihr das? Dann hört die so spannend auf und dann sagst du dir, okay, ich gucke die nächste Folge nur kurz an, weil ich wissen will, direkt wie es weitergeht. Und dann hängt man direkt wieder drin und zack, die nächste Folge ist geguckt. Ey, immer das Gleiche. Ist immer das Gleiche. Wir gucken jetzt gerade Grace und Frankie, den letzten Teil der 7. Staffel. Und die ist auch schon wieder so gut. Ja, als man mit Serien, ja, ja, voll. Serien sind so mein Tod. Definitiv. Auf jeden Fall. Es gibt wohl eine mega, mega gute Serie auf Disney Plus, sofern das irgendjemand hat, die auch nach einer wahren Geschichte sein soll. Ich habe sie mir selbst noch nicht angeschaut. Ich gucke gerade mal parallel rein, weil es immer blöd, wenn ich von irgendeiner guten Serie spreche und euch da nicht sagen kann, was das ist. Sekunde, ich habe es sofort. Das ist mal super unhöflich, wenn man halt hier, ne, irgendwo anders hinguckt. The Dropout heißt sie. Hat mir eine Freundin empfohlen, die meinte, die wäre unfassbar geil. Und seht ihr? Ist es gedownloadet. War doch gar nicht schlimm, ne? Im Video hätte ich das natürlich rausgeschnitten. So, remove. Vielen Dank für den Einkauf. So, wir machen weiter. Hatte ich jetzt diese Haare schon reingeladen? Ist egal, ne? Ist egal, er wird es mir sonst sagen, wenn es doppelt ist. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein, 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 ich habe dich nicht gerufen. Anstatt Boho Garden, Goho Garden. Der Name ist fraglich, aber die Möbel sind geil. Nehmen wir mit. Die Haare sind auch schön. Wow. Das gefällt mir. Okay, wir hängen hier gerade auf einer Seite, wo mir alles gefällt. Ja. Ach Leute, wisst ihr, wenn das in real life so einfach wäre, sich einzurichten und einzukleiden. Oh mein Gott. Ich würde aussehen wie Million Dollar Baby, ich sag's dir. Aber das ist halt leider nicht der Fall, ne? Das ist auch hübsch. Die Wanddeko finde ich nicht ganz so schön, aber die sind sehr hübsch. Die Nachtschränke. Ja, 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 ja. Und das Bett ist auch toll. Haben wir davon nicht eh sowieso die Deko geladen vorhin? Ja, ne? Ich meine, ja. Das hier? Woman's Coat. Doch, das finde ich cool. Sieht auch geil auf eine Jeans aus, weil die Hosen dazu finde ich nicht so extra. Die Schuhe sind geil. Bedroom.
Ja. Ja, kann man machen. Ah, hast du schon geguckt? The Dropout. Okay. Alles klar. Alles klar. Sehr gut. Dann weiß ich ja, dass ich hier keinen Schrott empfehle. Ah, die sind auch süß. Die nehmen wir mit. Weil solche Schuhe hat man immer zu wenig. Das hier... nö. Aber die sind süß. Die gehen noch mit. So, ich guck mal gerade noch was. Das hattest du mit einer Buchreihe. Ja, also das, ich kenne das. Früher habe ich das... Also ich habe tatsächlich ist nicht mehr so gut, kriege ich das hin zu lesen. Das ist mega schade irgendwie. Aber ich... Es ist irgendwie too much. Also... Ich habe super viele Bücher hier und ich will auch wieder mehr lesen. Das hier nehme ich auch mit. Das ist, weil es einfach irgendwie die Farbkombination so wild ist. Ich muss es mitnehmen. Ja. Und ich habe früher in meiner Kindheit und Jugend und so super, also bis Mitte 20 so super, super viel gelesen. Unfassbar viel. Und dann kam halt so das Studium. Dann habe ich halt eher so studienbezogen gelesen. Und dann liest man irgendwie weniger andere Sachen. Und dann kam ich so ein bisschen raus, weil dann kam so der Ernst des Lebens, ne, mit den ersten Jobs und so. Dann hatte ich sowieso nur noch Stress und habe mein Leben hinterfragt und dann war ich irgendwie raus. Und jetzt mittlerweile, seitdem ich so viel... Das ist auch süß. Das ist auch schon wieder eher was für so eine Ältere. Finde ich geil. Nehmen wir mit. Und dann kommt man irgendwie, dann ist man raus, wisst ihr? Aber ich will ehrlich gesagt lieber wieder mehr lesen. Weil das auch eigentlich... glaube ich, einem besser tut, anstatt so viel vorm Fernseher zu hängen und so viel Serien zu suchten. Aber ich krieg's noch nicht so richtig in mein Leben integriert, wie ich das gerne möchte. Aber hey, man kann auch nicht alles bis ins Kleinste nur optimieren. Das Kleid ist sehr hübsch geschnitten. Sehr, sehr hübsch. Einmal so raus und bitte in meinen Kleiderschrank, das wär's. Toddler Girl Pants immer mitnehmen, brauchen wir immer. Und diese Pullover sind auch geil. Der Hut ist süß. Das ist ein Sommerhütchen, ne? Nehmen wir mit. Nehmen wir mal mit. Der Rock ist auch geil. Vor allem, weil der so super hoch geschlitzt ist. Top. Und das Top dazu auch. Warte, Satz, ne? So. Lass mal gucken. Ah, jetzt kommen hier so ganz viele abgespacede Sachen. Okay. Weil manchmal hat The Sims Resource halt so Themenmonate. Das haben die, glaube ich, auch erst seit kurzem. Und dann machen die Creator... Das hier ist jetzt hier diese Sci-Fi-Geschichte, ne? Dann machen die Creator halt ganz viel so verrückten Stuff. Wenn man jetzt halt ein Let's Play hat, was irgendwie da so spielt, ist das natürlich mega cool, ne? Oder wenn man halt dann jetzt irgendwie in Batu spielen möchte. Das Pack ist übrigens, das habe ich bis heute nicht, weil ich bin absolut kein Star-Wars-Mensch. Sowas von gar nicht. Ist nicht meine Welt. Aber wenn man sowas dann halt spielt, ist das natürlich mega geil, ne? Oh, wobei diese Küche könnte... Die Küche ist irgendwie geil. Wow, vor allem in Blau. Wenn man jetzt eine Bar oder sowas einrichtet, das würde auch super gut in unseren Stripclub passen, oder? Nehme ich mit. Finde ich jetzt dann doch irgendwie nice. Ja, 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 ja. Was haben wir hier? Das da ist natürlich auch geil. Ja... Nehme ich mal mit. Könnte eventuell mal der Vibe sein. Wow, das ist sehr pink. Ist aber voll Alaska-Style, ne? Aber sie ist ja schon komplett eingerichtet. Und das ist halt wirklich so richtig so wie die reichen Leute leben, ne? Das sieht halt alles super futuristisch und super designermäßig aus. Das muss teuer sein. Brauche ich nicht. Brauche ich dann doch nicht. Die funktioniert... Functional Spiral Stairs. Using Teleportation. Achso, dann teleportieren die sich da hoch. Aber an für sich ist es schon geil. Ich finde es so schade. Da muss man aber einen extra Mod für runterladen. Okay, 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 okay. Aber wäre schon geil. Aber da ich nicht so der Baumensch bin, nö. Ist mir dann, glaube ich, doch zu kompliziert. Weil da müsste ich ja jetzt noch anderen Kram runterladen und erstmal gucken, wie das überhaupt funktioniert. So. Ne, die restlichen futuristischen Sachen sind nicht so meins. Aber das hier, das ist so ein Dach. Das nehme ich mal mit. Hallo Cosima, schön, dass du da bist. Wir machen Custom Content Shopping. Das erste Gigabyte habe ich schon geladen. Wir sind am zweiten Gigabyte dran.
Die sind auch cool. Die hätte ich für Cordelias Lost Cottage gebrauchen können. Aber jetzt ist es ja nicht mehr so lost. Ja, also wie gesagt, super abgespaced die Sachen. Mega geil, wenn man das halt braucht und sucht, dann hat man's, ne? Wirklich cool, aber ich brauch's halt jetzt gerade nicht. Auch das Make-up, wow! Also die Kreativität manchmal ist der absolute Wahnsinn. Wobei ich das hier ganz cool finde. Das finde ich ganz nice. Das nehmen wir mit. So, ich guck mal gerade. Ich gehe auch noch ins Spiel. Trüffel. Ich wollte ganz gerne schauen, dass wir Eva vielleicht gefixt bekommen. Also so richtig spielen in dem Sinne hatte ich jetzt für heute nicht geplant. Wir machen es ganz, ganz chillig jetzt heute mal. Und wenn ihr halt ansonsten sagt, nö, ist jetzt irgendwie ehrlich gesagt zu langweilig, dann könnt ihr mir das super gerne als Feedback dalassen. Dann gibt es Custom Content Shopping halt nur noch mal immer mal random zwischendurch als Video auf YouTube. Also ist so, machen wir mal so ein bisschen abhängig davon, wie es so läuft. Die Schuhe sind geil. Und die Ohrringe auch. Wow. So, das ist auch mega süß. Das geht auch mit. Das muss auf jeden Fall. Das sind Haare. Wow, was gibt's denn da noch für Farben? Lass mal gucken. Es gibt nur die. Das ist dann ein bisschen too much. Da haben wir doch nicht das passende Kind für. Aber, oh, für die Alien-Generation kann ich nämlich dann auch hier geile Sachen runterladen. Aber das ist noch so lang hin. Da gehe ich dann nochmal separat auf die Suche. The Sims Resource vergisst ja nicht. Oh, guck mal hier. Snacks ist da so als Darth Vader Katze. Darth Meower Hat. Oh mein Gott, wie geil. Ich schwöre es euch, manche Leute sind einfach so übelst kreativ. Das ist von einem anderen Planeten, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir scrollen hier mal ein bisschen schneller durch, weil das ist alles nicht mein Thema gerade. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Also der Jumpsuit, ne? Holla die Waldfee, den nehmen wir mit. Der geht mit. Das Café aus dem Landhausleben hier im Stream zu bauen, das weiß ich noch nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich das gegebenenfalls in einem Speedbuild, also in einem Zeitraffer im normalen Let's Play mache, weil das Café steht ja soweit schon. Das Café ist relativ schnell, glaube ich, eingerichtet. Das ist ja auch nicht so groß. Das heißt, das würde ich eher in den Zeitraffer machen. Das ist halt nicht so ein Großprojekt für einen Stream, so wie letzte Woche, ne? Wenn wir so ein komplettes Haus renovieren, das lohnt sich halt, also so mit mehreren Etagen und Gedönse. Also das andere ist ja auch ein komplettes Haus. Aber da haben wir tatsächlich ja nur eine Küche reinzubauen, ein paar Tische und ein Badezimmer. Ich glaube, das geht halt relativ zügig. Falls ich mich umentscheide, erfahrt ihr es nächste Woche im Stream. Also ich muss wirklich, wir gucken einfach, wie sich das entwickelt. Aber es kommt ein bisschen drauf an, wie viel Laune ich, also donnerstags ist jetzt im Moment immer mein Aufnahmetag für die normalen Let's Plays. Das mal so zum Hintergrund. Das heißt, wenn ich Lust und Laune habe, nächste Woche Donnerstag das im normalen Let's Play zu machen, dann ist es schon erledigt. Wenn ich da keine Lust habe, dann kommt es im Stream. Also es wird auf jeden Fall kommen, nächste Woche. Fest versprochen. Weil wir müssen endlich das Café machen. Die Haare da, die habe ich auch mitgenommen, weil die waren einfach irgendwie geil. Ist noch alles sehr dieses Science-Fiction-lastige Thema. Ich springe da mal noch ein bisschen schneller drüber. Diese Schuhe. Also, Wahnsinn. Wahnsinn. Absolut irre. Was die Leute sich einfallen lassen. Wie süß. Funny Ceramics. Okay, komm, die nehmen wir mit für unser Landhaus-Café, oder? Hallo, Jännchen, Hallöchen. Schön, dass du noch reinschaltest. How about tea? Das ist auch... Das wäre doch schon direkt auch was fürs Café, oder? Das ist perfekt fürs Landhauscafé. Seht ihr? Kaum drüber gesprochen, übers Café. Vielen Dank, liebe Niki. Und schon kommt der passende Custom-Content zu uns. Das nenne ich mal Fügung hier. Das ist mega süß. Finde ich mega süß. Und diese Schuhe sind auch geil. Und diese Stiefel sind auch geil. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder in die normalen Gefilde. Oh ja. Oh ja, Hallöchen. Oh, geiles Set. Mega. Das ist aber auch auf jeden Fall
Das lässt keine großen, mir fehlt das Wort. Sarah hängt. Keine Ahnung. Es lässt tief blicken. So. Das ist auch süß. Die Muster sind geil. Ich finde, man hat halt selten was, was richtig so mega geil gemustert ist. Smacky Outfit. Das ist wirklich mal smacky. Also die zwei Prints finde ich irgendwie geil. In Uni sieht es nicht so geil aus. Aber ich glaube, alleine wegen der zwei Prints nehme ich es mit. Das ist ein Zeichen. Sowas von ist das ein Zeichen. Habe ich schon den perfekten Custom Content. Und das ist süß, das Make-up. Das finde ich schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist mir zu wild. Das ist aber wild enough. Es ist einfach komplett random, wie ich das entscheide. Das ist einfach immer nur, es muss mir auf Anhieb gefallen. Das ist alles. Das ist alles. Wow. Was bist du denn? Wenn das jetzt... Ich habe ein Problem damit, dass das so hüftmäßig geschnitten ist, weil das sieht nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus. Der Rest ist cool, aber... Strap-Knit-Top. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das ist auch süß. Nehmen wir ebenfalls mit. Nice, 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 nice. Hallo Rosenrauch. Angst vor Viren. Nein, musst du nicht haben. Also ich benutze The Sims Resource jetzt seit... Lass mich kurz in mich gehen. 5 Jahre? Ungefähr? So roundabout. Ich müsste mal gucken, wann ich mich angemeldet habe. Mach ich aber nicht jetzt. Ich will ja jetzt nicht mit euch in meine Einstellungen gehen. Ich glaube 5 Jahre ungefähr kommt hin und ich hatte noch nie irgendwie seitdem überhaupt irgendwie ein Virus oder sonst irgendwas auf dem Rechner. Nö. Also von daher, die Seite ist wirklich sehr, sehr safe. Also wo ich immer vorsichtig wäre, ist bei natürlich den eigenen Tumblr-Seiten oder halt so Downloads aus so Google Drive-Ordnern. Das wird ja auch öfter mal gemacht. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit. Aber deswegen gehe ich halt auch so gerne zu The Sims Resource, weil die Plattform ist halt an für sich auf jeden Fall seriös. Und das ist halt auch das, was ich an Sims.dom zum Beispiel nicht mag. Ich finde, diese Plattform wirkt auf mich halt unseriös, wisst ihr? Weil man nie weiß, funktioniert der Link jetzt? Dann wirst du irgendwo anders hingelinkt und keine Ahnung. Also wenn das dann so Link und Tab und Tab und Tab ist, da klicke ich dann meistens wieder weg, weil ich mir denke, wo führst du mich hin? Das will ich nicht, ja? Also wenn man halt bei so einer Plattform ist, wo man sich auch anmelden kann, wo alles gut ist, da habe ich Vertrauen drin und da fühle ich mich dann auch safe und habe da auch die Gewissheit, dass ich mir da jetzt halt nichts Schadhaftes irgendwie auf meinen PC lade. Aber wenn das natürlich die Leute direkt anbieten, kann man es halt nie wissen. Ah, hier ist jetzt der Fall. Ich habe jetzt diesen Raum, den fand ich schön. Das ist aber ein fertig designter Raum. Ne, deswegen, wenn ich jetzt hier auf Add Basket gehe, zeigt er mir hier die einzelnen Elemente an, Entschuldigung, die in diesem Raum verbaut wurden. Und das finde ich immer blöd. Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Brokkoli Kato. Vielen Dank für das Follow. Da finde ich das halt immer blöd, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Räume downloade, dann benutze ich das nicht. Weil ich nie einen kompletten Raum platziere, weil ich richte den Raum halt gerne selber ein. Und dann ist immer nur so einzelne Elemente aus so Packs. Das finde ich irgendwie schade. Deswegen lade ich das dann nie. Der ist auch süß, der Jumpsuit. Süß. Okay, Leute, wir gehen noch bis Seite 50, okay? Gucken wir, ob ich mich dran halten kann. Oh Gott, oh Gott. Das ist auch so schön. Und so bunt. Mega geil. Geht auf jeden Fall mit. Okay, da brauchen wir noch die Matratze. Ist kein Problem, nehmen wir mit. Und das da brauchen wir auch noch. Jawollo. Jawoll, jawoll, jawoll. So, finden wir diesen Rock gut oder nicht? Ich glaube, den finden wir gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wow. Das ist ein scharfes Top. Granatenscharf, das müssen wir mitnehmen. Und das hier ist ein bisschen seriöser, nehmen wir auch mit. Wisst ihr, das ist Sarah in live.
granatenscharfes Outfit und direkt daneben seriös. Das bin ich. Das ist halt... So geil. Die Ohrringe sind auch süß, die nehmen wir auch mal mit. Das hier... Nee, sowas brauchen wir nicht. So, jetzt brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht mit. Die Ohrringe... Dieses Bunte ist mir too much. Nö. Das ist auch ein scharfes Top. Das nehmen wir auch mit. Das ist vielleicht für unsere zukünftige Valerie, wenn die so ein Baddie wird, so ein Bad Girl. Also wir sind auf Seite 50. Hier kommen noch Herrenhaare. Die sind auch sehr wild, aber die können bestimmt gut aussehen. Und die Haare sind... S-Club hat mit die schönsten Haare, ohne Mist. Die sehen auch im Game immer so toll aus. Man muss die halt mögen, weil die sind halt, also die glänzen halt sehr stark, aber ich finde die Haare mega geil. Das ist ein neues Bad. Ja, Badezimmer, habe ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig. Nehmen wir mit. Das ist auch irgendwie cool. Das ist so ein bisschen College Girl, ne? The Wildcats. Ja. Ist das ein Bikini? Ist es ein Bade? Crisscross Bra. Siehst du, da ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das als Unterwäsche eingeordnet oder ist das als Badesachen eingeordnet, ne? Ich nehme es mal mit, weil ich finde es schön. Können wir einfach sagen, dann das wäre Badesachen. Das ist auch ein geiles Outfit. Geht mit. Guck mal zum Beispiel hier. Ich finde, diese Ohrringe sind super schön, aber die könnten fünfmal so groß sein gerne. Das könnten so fette Kreolen sein, wisst ihr? Das wäre schöner. Deswegen finde ich hier selten Schmuck. Oh, das ist auch geil. Ich bin auf Seite 51 gehüpft. Ich bin auf Seite 51. Hilfe, ich habe wieder die Kontrolle über mein Leben verloren. Und das beim Custom-Content-Job. Wer hätte es denn ahnen können, ne? Der Lippenstift ist aber toll. Seht ihr, den hätten wir verpasst, wenn ich bei 50 aufgehört hätte. Ach, es ist ein Struggle. Das Outfit ist auch geil. Nehmen wir mit. So, das Kleid noch. Und jetzt ist die Frage, können wir darauf verzichten, auf Seite 52 zu hüpfen? Warte mal, wie viel habe ich hier drin? 600 MB. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache 2 GB voll, ne? Wir gucken mal noch ein bisschen weiter. Noch ein bisschen. Das Top ist geil. Das geht mit. Diese Haare. Oh mein Gott, sind die schön. Ich hätte sie einfach verpasst. Es hat sich schon gelohnt, auf Seite 52 zu gehen. Das ist auch süß. Wir machen die 2 GB voll. Einer geht noch. Slippers. Oh, ich will aber den Rest von dem Set haben. Das ist voll süß. So Hausschuhe ist auch so ein Ding, das kriegst du nie. Das macht irgendwie keiner. Kein Herz für Hausschuhe, niemand. Niemand redesignt Hausschuhe, warum? Ich meine, die Häschenpuscheln, die sind schon iconic, ne, so in Sims, aber... Die Jeans, die ist zu krass, die finde ich nicht so geil. Ist das hier schön? Nee, sieht aus wie so ein Öko-Kind. Entschuldigung, Leute. Es ist nicht immer alles politisch korrekt, was ich sage, ne? Da müsst ihr mit leben. Ja, der ist schön. Vor allem alleine auch, weil eine Toilette dabei... Ach, das ist so ein zusammengestellter. Nee, dann nicht. Habe ich gerade noch gesagt. Required Items, da oben steht es ja auch. Ah, ja, Öko-Kind. Das tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid, aber es tut mir leid. Oh, das sind aber auch schöne Haare. Ich glaube, so Pony-Frisuren habe ich zu wenig. Guck mal, wie schön. Wie schön. Das müssten wir eigentlich Angela noch geben, ne? Als Oster, als Bunny-Generation. Hübsch. Finde ich das da geil? Könnte, ne? Ja, könnte ganz nett sein. Das ist so ein Steve Jobs-Pulli, ne? Aber der hat natürlich auch was. Ah, man kann auch auf den Creator... Ja, könnte ich, aber dann müsste ich ja jetzt bei jedem Set gucken. Und bei jedem Creator und für jedes Set... Das ist mir zu mühselig. Nicht für heute. Das ist auch ein cooles Top. Das ist auch ein Kleid, das ist sehr extra. Und das ist sehr Alaska. Sehr, sehr, sehr. Das ist süß.
Alleine, weil hier auch so, das ist so eine Art Bunny, ne? Soll ein Bunny sein. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay. Ach, Leute, Leute, Leute. Geht ihr regelmäßig Custom-Content shoppen? Also früher, wo ich noch nicht so viel zu tun hatte und Sims nur privat gezockt habe, habe ich wirklich jedes Mal, wenn ich gezockt habe, bin ich davor Custom-Content shoppen gegangen. Und da hat Daniel immer gesagt so, du spielst ja gar nicht. Du bist ja nur wieder Custom-Content shopping am Laden. Und jetzt mittlerweile, weil ich Sims witzigerweise fast nur noch spiele, wenn ich aufnehme, gehe ich fast gar nicht mehr Custom-Content shoppen. Das ist voll traurig. Das ist voll traurig. Und es ist mir oft auch passiert, dass ich dann tatsächlich nur Custom-Content shoppen war, irgendwie eine Stunde oder anderthalb oder so, und dann keine Zeit mehr hatte zum Zocken. Das ist so bitter, wisst ihr? Dieser Laundry Room ist geil. Den nehmen wir mit. Ja, komm, wir nehmen die Einzelteile mit. Ist okay. Weil die will ich jetzt trotzdem haben. Was ist mit dieser Jeans? Das könnte was sein. Schöne High-Waist. Nehmen wir mit. Das sind so die Trend-Jeans momentan. Ne? Die sind voll angesagt. Ah, das ist aber noch ein schönes Set. Mein Gott, Leute. Ich habe schon wieder so viel jetzt geladen, dass ich komplett den Überblick verloren habe, ne? Dass das über... Ich hänge mich immer... Ja. Ja, es ist halt exzessiv, ne? Also das Kleid, wow. Wow. Ich nehme es mal mit. Es könnte einen Sim geben, der das tragen wird irgendwann. Irgendwann. Das ist ja auch geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Und das ist auch schön. Ist auch süß. Auf jeden Fall für Männer. Hier Basic T-Shirts. Auch nie genug. Nie genug. Maggie Dress. Das ist auch süß. Nehmen wir auch mit. Ein Jumpsuit für kleine Kinder nehmen wir mit. Und dieses Kleid ebenfalls. Seht ihr, das hätten wir alles verpasst. Und das ist gut, dass ich mich umentschieden habe, noch die 2 GB voll zu machen. In der anonymen Stacy-Sucht. Dies ist so wahr. Ist so wahr, ey. Ach, aber es ist halt schön, wisst ihr, weil, keine Ahnung, ich bin halt so ein Mensch, ich habe super gerne einfach die Auswahl und die mega Vielfalt, weil wenn ich dann einen Sim halt umstyle und je nachdem, wie der sich so charakterlich entwickelt, dann möchte ich auch einfach dass diese Möglichkeiten ganz gerne haben. Vor allem, wenn es ja dann hier so sozusagen auch gratis ist. Also ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich. Nö, 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 nö. Wir sind schon auf Seite 60. Es ist mal wieder überaus geufert, übergeufert und überhaupt. Ist das mit der Tasche? Ach, das ist nur die Tasche. Ist zwar süß. Aber mich nervt es dann, dass sie die Tasche dann die ganze Zeit anhaben, wenn sie das Outfit anhaben. Das ist dann ein bisschen unpraktisch. Was haben wir hier? Ein Shirt. Das nehmen wir mit. Okay. Wie viel haben wir? Ich glaube, wir sind so langsam... Wir sind fast so ein bisschen am Ende. Hier habe ich das Gefühl. Nein, das da muss noch mit. Das da muss noch mit. Es gibt viele momentan solche Sachen so mit so Cutouts und so Straps. So finde ich aber geil. Also für Sin My Shuno ist es halt perfekt. Ach, das ist auch ein süßes Schlafkleid. Schnuggelig. Schnuggelig. Das ist der Pyjama, oder? Wo wir die... Oh, sehr gut. Wo wir die Hausschuhe zugeladen haben. Und das ist dieses Crop Top. Das brauchen wir auch in unserem Leben. Und das ist der Rock dazu. Perfekt. Es läuft. Es läuft. Aber ich glaube... Es ist halt unendlich, ne? Es ist so unendlich. Da immer den Absprung zu schaffen, ist halt so schwer. Das ist auch eine sehr classy Frisur. Die nehmen wir mit. Hoffentlich gibt es die auch so in Grau, weil das... Ah, steht nicht bei. 15 Farben, aber die Farben stehen nicht dabei. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ja, Jungsfrisur müssen wir mitnehmen, ne? Immer. Das ist auch ein tolles Kleid. Das ist halt sehr elegant, ne? Das geht auch mal mit. Wir haben es gleich.
Und dann wechseln wir auf Tumblr und dann zeige ich euch, wo es die Markenklamotten gibt. Dann kommen wir hier zum heißen Stuff, ja. Nehmen wir jetzt noch so ein strappy Outfit mit, aber der Rock ist halt cool. Ja komm, wir nehmen den Rock mit, weil Oberteile haben wir hier noch dafür. Das ist auch geil. Das ist was für Valerie auch, oder? Wenn sie dann zum Preteen oder Teen wird. Ja. Wie cute. Ach, es ist immer schwer. Oh boy. Das ist süß. Das ist zuckersüß. Geht mit. Die Haare sind auch geil. Wir haben die zwar bestimmt so oder so ähnlich in zigfacher Ausführung, aber ist egal. Shoppst du auch gerade parallel? Ja, ist doch perfekt. Immer ist doch perfekt. Ist doch super. Das ist ja auch mal ein Hammer-Jumpsuit. Nice. Ah, Limit erreicht. Okay, dann brauchen wir den Jumpsuit nicht unbedingt. Nicht so unbedingt, ne? So, alles. Download, zip. Und jetzt gehen wir zu Rimmings. Ah. Also. Ich bin immer falsch. Ich habe immer das Gefühl, ich bin falsch. Sekunde. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier gibt es jetzt eine Marke, eine Klamotten. Ja doch, wir sind schon richtig, oder? Nee, sie führt uns, glaube ich, nochmal. Ja. Ich muss immer gucken, wo ich hin muss. Ja, dann scrollen wir runter. Also es gibt, ihr könnt euch gleich den Direktlink angucken. Also ich gehe immer auf Tumblr, dann gehe ich auf Patreon. Und wenn ihr auf patreon.com/rimmingsposts seid, könnt ihr hier sortieren nach Public. Weil dann wird mir nämlich nur das angezeigt, was schon für Public ist, weil ich sie halt in Patreon noch nicht unterstütze. Rimmings ist die Creatorin, die die ganzen Markensachen macht. Also richtig den High-End-Shit mit Chanel und Gucci und Dior und alles. We love. Das ist Work in Progress. Das brauchen wir noch. Guckt euch das an. Oh mein Gott, ich sterbe einfach. Okay, jetzt kommt, jetzt now we're talking, ja? Jetzt kommt hier der richtig geile Kram. Guckt euch das bitte an und diese Ohrringe dazu. Oh mein Gott. Und hier ist es halt so, da ist schon direkt die Package-Datei, da klickt man drauf und der lädt das direkt runter. Ey, einfacher geht das nicht, Leute. Und deswegen muss ich ganz ehrlich gestehen, mag ich Patreon schon sehr. Weil das ist schon sehr, sehr nutzerfreundlich so, ne? Das Ding hier, das nehmen wir mit. Ohne Mist. Wir müssten eigentlich auch mal gucken, dass wir Bonehilda bei uns mal richtig als Hausmädchen kriegen. Weil das wäre voll das Bonehilda-Outfit. Richtig toll, ne? Sad News? Oh mein Gott. So, I made it, but it was stressed out. Okay, sie war gestresst. Okay. Gar kein Stress, bitte. Du machst das so toll. Bitte hör nie auf. Bitte. Guckt euch das auch an hier. Oh mein Gott, dieses Kleid. Oh, ich sterb so, ne? Ach Gott. Das ist die beste Creatorin auf diesem Planeten, ich schwör's. Oder halt auch sowas, ne? Männerset, natürlich fett mit Logo. Hallöchen, geht mit. Aber auch das ist auch süß. Und sie nutzt halt ganz, ganz viele Prints, die man halt so von Marken kennt, ne? Hier ist so ein bisschen so dieser Burberry-Vibe drin, ne? Mit diesen Karos und so. Das finde ich richtig geil. Und auch die passenden Ohrringe einfach dazu. Hammergeil. Oh ja. Oh ja, das ist auch nice. Ich glaube, hier lade ich jetzt ungefähr einfach alles, was kommt. Wow. Das ist mal so elegant. Richtig schön. Nehmen wir alles mit. Auch das Beret. Ja, und hier ist zum Beispiel so ein Chanel-Outfit, ne? Guckt euch das an. Hammer. Sie hat wieder, also ich war lange nicht auf ihrer Seite. Ich bin gerade glücklich. Das ist, oh, das ist auch ein schönes Herrenoutfit. Hier ist jetzt gar keine Marke so in dem Sinne so erkennbar, aber das ist halt super schön. Wisst ihr, diese Dame, die müsste tatsächlich echte Mode kreieren. Die hat einfach so einen unfassbar schönen ästhetischen Geschmack. Das hier ist so richtig Emily in Paris-Vibes, ne? Auch eine geile Serie, by the way. Ja.
Wir müssen alle Sims neu anziehen. Ja, das ist das Problem, weil ich werde halt nicht alles rausschmeißen können, was ich da halt so aktuell habe. Und dann finden wir die Sachen bestimmt alle nicht wieder, Leute. Die Teddy Jacket. Lade. Nee, ich glaube, die ist mir dann... Sowas habe ich bestimmt schon so ähnlich. Wow. Ja, ja, bitte. Das ist auch süß. Guck mal. Oh mein Gott, wie schön. Nehmen wir mit. Herrensachen. Mega geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Unbedingt. Weitere Laden. Da müssen wir noch ein bisschen gucken. Ne? Oh, das ist auch ein wildes Outfit. Der Pulli mit den Erdbeeren, ne? Hammer. Also mega geil. Lass uns das mal an einem Sim gucken. Ja, doch. Das ist schon sehr Valerie. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Ah, der gefällt mir nicht so. Ja, wobei in dem klassischen Schwarz, aber nur wegen einem Swatch. Wie soll man da vernünftig bleiben und ein Ende finden? Wir verstehen uns. Das ist jedes Mal mein Problem. Also, das da ist auch unfassbar schön. Wahnsinn. Das nehmen wir auch mit. Oh mein Gott. Wirklich so richtig der Partner-Look. Auf jeden Fall. Oh, das ist auch geil. Das ist was für Joe. Aber es ist so eine Hüfthose. Das steht ihr bestimmt nicht. Müssen wir mal gucken. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Oh, das ist auch sehr stylo. Das könnte was für Marcello sein, so im Teenie-Alter. Ja. Ja, dann nehmen wir mit. Sie könnte, also wie gesagt, da hat sie ja auch eben geschrieben, dass viele Leute nach Herrensachen fragen. Ich kann das total verstehen als Creator. Das ist süß, ne? Ja, ist egal, Sarah. Denk nicht drüber nach. Lad einfach alles bei ihr, weil du lädst sowieso alles bei ihr. Ich kann das verstehen, das ist Hammer. Wenn man selber halt als Frau, glaube ich, fällt es einem leichter für Frauen auch zu createn, kann ich, also finde ich persönlich, fällt mir auch bei Sims immer leichter. Fällt mir auch leichter, da weibliche Sims zu erstellen, ne? Habe ich auch irgendwie mehr Spaß dran. Spiele ich ja auch als Hauptcharakter lieber. Das hier ist auch sehr drüber, finde ich halt geil, deswegen nehmen wir es mit. Und wenn sie dann aber natürlich, sie hat ja so einen guten Geschmack, dann wollen die Leute natürlich auch letztendlich den Partner ja auch gleichzeitig gerne so einkleiden, ne? Deswegen verstehe ich das schon, dass man das sehr anfragt. Und vor allem ist es halt irgendwie, ich glaube, wenig Männer machen so Custom-Content. Das ist, glaube ich, eher so ein Frauending, könnte ich mir vorstellen. Das hier weiß ich nicht. Da bin ich jetzt überfragt. Wobei, so kariert ist das geil. Hast dich die ganze Woche auf den Stream gefreut? Oh, das freut mich sehr. Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Also, es ist halt noch so eine... Man muss sich jetzt noch so ein bisschen eingrooven und dran gewöhnen, was wir hier so auch langfristig machen. Aber alles gut. Also, ich find's voll toll. Also, es macht mir richtig Spaß. Nee, den finde ich, glaube ich... Vor allem so Partnerlooks, ne? Aber so ist der geil. Okay, Sarah ist halt heute... Ich bin heute so, ne? Wie Fanschi im Wind. Okay, hier kann ich aufhören, weil das da habe ich. Das weiß ich, dass ich das habe. Das heißt, ich bin angekommen, wo ich das letzte Mal geladen habe. Wobei habe ich das da? Ich nehme das lieber zur Sicherheit nochmal mit. Habe ich dieses Kleid? Ja, ich glaube, das habe ich. Lass mich nochmal gucken. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich lade es lieber zur Sicherheit, weil es wäre schade, es zu verpassen. 14. Dezember, doch, da war ich bestimmt schon mal laden noch bei ihr. Ja, okay. Also, Rimmings haben wir abgegrast. Jetzt gehen wir zu Blue Craving.
auch auf Patreon, ne? BlueCraving/Posts und dann filtere ich nach Public. Blue Craving ist auch ein Creatorin, glaube ich. Gorilla ist auch nice. Habe ich auch abgespeichert, glaube ich, ja. Können wir später auch nochmal gucken sonst. Ist auch auf jeden Fall sehr nice. Auch teils Markenklamotten, ne? Sieht man hier schon einen Louis Vuitton-Print und so. Aber sie ist insbesondere geil für die sehr knappen Sachen. Also auch für so Lingerie und für sowas. Ich meine, guckt euch das an. Das schreit halt Sin My Shuno, ne? Also das ist definitiv, wir könnten eigentlich mal die Girls im Stripclub alle so gleich einkleiden. Das ist, hat auch was, ne? Okay, er lädt das gerade nicht. Ich will euch hier nicht mit einem Ladescreen langweilen, aber das ist ein hammergeiles Outfit. Desire Set Bracelets. Also das sind dann hier diese, die brauche ich jetzt so nicht. Das brauche ich auch nicht. Nö, das brauchen wir auch nicht. Ja, im kompletten Look ist das irgendwie geil, ne? Als Top ist das nice. Ich glaube, ich nehme nur das Top, weil die Hose finde ich... aber das Top ist geil. Das sieht auch auf eine Jeans, sieht das auch geil aus. Okay. Nö. Socks. Ja, Socken. Und vor allem hier so diese Fischnet-Dinger. Netzstrumpfhosen nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sind Stiefel. Ja, wenn wir nochmal so einen punkigeren Typ an Sim haben, vielleicht, ne? Dann haben wir es halt mal da. Das ist ein knappes Röckchen, nehmen wir auch mit. Können wir auch YouTube brauchen. Der Top dazu ebenfalls. Die sind auch geil. Die nehmen wir auch mit, die Ohrringe. Wow. Ja, der lässt auch natürlich, du brauchst keine Fantasie mehr. Oh, da mit der Schlange da drum. Oh mein Gott. Okay, jetzt finde ich es gerade schon wieder iconic. Jetzt finde ich es schon irgendwie iconic. Also für den Club nehme ich es, glaube ich, mit. Also seht ihr, ne? Das sind halt diese sehr krassen Sachen, ne? Da habe ich schon viele Sachen so gefunden. Die sind halt echt geil. Die Schuhe. Hallöchen. Hallöchen. Slider needed. Was heißt denn Slider? No Slider? Slider needed. Hast du den Slider dann auch irgendwo? Base Mesh Feeds. Okay, da müssen wir die Füße irgendwie einstellen. Weil die Absätze sind halt geil. Weil sowas findest du auch nicht so oft. Ja, gut. Dann gucken wir da gleich mal rein. Yo. Hammergeil. Nehmen wir mit. Die Füße brechen, ja, ich mir persönlich auch. Aber die Girls im Club, die können das ja, ne? Die können das. Das ist auch sehr sexy. Das nehmen wir auch mit. Laden wir noch mal ein paar weitere, gucken wir mal. Ob ich mich da auch irgendwann erinnere, ob ich da irgendwas, mich irgendwo wiedererkenne, dass ich das schon besitze. Wir können ja gerade mal nach diesen... Hilfe! Aber das ist dieser Slider, ne? Oh mein Gott, ich glaube, ich lasse das lieber. Ich kenne mich damit null aus. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Lassen wir das mal lieber. Hoffentlich lädt er das jetzt noch. Ich lasse ihn mal ein bisschen nachdenken. So, was hattest du vorhin? Ach so, den wollte ich das eigentlich nicht. Den Gorilla, ne? Warte mal. Den Gorilla. Gorillas. Gorilla X3 Blockspot. Da ist er. Also das da finde ich schon mal schön. Das finde ich schon mal schön. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Danke nochmal für den Tipp. Auf jeden Fall gut. Dass wir hier auch nochmal stöbern gehen. Aber ich finde halt hier manchmal sind mir die Swatches zu... Ich weiß gar nicht, was mein Problem ist. Ich überlege gerade, aber die sprechen mich nicht so richtig an. Ich finde, vielleicht sind die mir zu altbacken oder so. Das ist natürlich auch ein sehr tolles Kleid. Aber ich glaube, das habe ich schon. Aber das Hemd hier ist toll. So, gucken wir mal. Hier ist der Download. Ach, da müssen wir eh jetzt auch wiederum auf Patreon. Okay,
Super, das ist halt eh besser, weil dann können wir es alles da laden. Dann gehen wir hier einmal bis ganz runter auf The Posts und dann auf Public. Dann kann ich das ja alles zumachen, dann finde ich die ja jetzt eh gleich wieder. So, hat er jetzt hier bei... Nee, wir waren nicht bei Rimmings. Habe ich jetzt den Tab zugemacht? Nein. Er lädt sich hier doof, aber ist nicht schlimm. Ist er nicht schlimm? Ach, das ist das hier. Ja, das nehmen wir auch schon mal mit. Das ist auch süß. Nehmen wir das mit. Was haben wir hier? Das ist das Kleid. Siehst du, den Schnitt von dem Kleid finde ich total süß. Aber zum Beispiel diese Karo-Muster sprechen mich gar nicht... Oh, in Rot, das ist aber geil. Sprechen mich nicht an und dann kam Rot. Alles klar. Aber das ist halt so absolut Geschmackssache, ne? Das Ding hier ist auch geil. Das ist was für Fabio, finde ich. Also, es ist schwierig manchmal. Also, was einen dann anspricht oder nicht. Oder was einem dann plötzlich gefällt oder nicht. Achso, jetzt habe ich das einfach angeklickt. Es war zum Glück süß. Oh, ich muss ja hier erstmal gucken. Das ist auch geil. Nehmen wir auch mit. A Tank Top. Aber hey. Oh, das ist natürlich auch cool, wenn man halt mal so ein Thumbnail machen will. Auch wenn man so ein Studi-Sim hat. Ich nehme ich mal mit, weil das ist ganz cool. Full Body. Genau. Sehr gut. Full Body, bitte. Yes, 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 yes. Siehst du zum Beispiel hier die Hose? Das ist nicht so. Die finde ich nicht so geil. Also manchmal finde ich auch, wie man sieht, hier auch relativ viele Sachen. Aber es ist manchmal auch wichtig zu sehen, wie die kombiniert sind. Weil so hätte ich das nicht geladen. Aber hier so auf diese Jeans-Shorts finde ich das so cool, dass ich es jetzt mitnehme. Ah, und guck mal hier, siehst du zum Beispiel diesen Hinweis. Das befindet sich unter Accessoires. Ne? Also unter Handschuhe. Ja, das ist halt manchmal ganz wild, glaube ich, wie man das auch einsortieren muss, dass es überhaupt funktioniert in-game. Ne? Das ist auch, glaube ich, nicht so einfach. Das nehmen wir mit, alleine wegen dem Balenciaga-Print. Und du hast auf jeden Fall recht, Neko, da gibt es einige Männersachen. Und das ist natürlich immer gut, weil das ist überall immer Mangelware. Das finde ich nicht so... das ist das passende Herren-Outfit. Das müssen wir dann natürlich auch mitnehmen in Full Body, ne? Ja. Nee, die Prints gefallen mir nicht so. Ja, die ist cool. Die nehmen wir auch noch mit. Vor allem, weil es auch so eine etwas besonderere Herrenjeans ist. Nee, der spricht mich jetzt nicht so an. Das da, ich meine, das habe ich. Aber es wäre ein Trauerspiel, wenn ich es nicht habe. Deswegen nehme ich es mit. Oh, herrlich. Und das da ist auch schön. Das hatte ich ja eh, glaube ich, eben schon gesehen. Das nehmen wir auch nochmal mit. Das ist aber auch süß. Das ist was für Lavina. Das ist auch unter Accessoires. You can change the dress swatches in the gloves category. Alright. Thank you for the information. Ich hoffe, dass ich mir das behalten kann. Ne? Das ist immer das Problem dann an der Sache. Das da... Oh, das ist aber süß. Das ist ja süß. Mit der Kitty. Das wäre was für Raoul. Komm, wir nehmen es mal mit. Okay, gucken wir mal, ob er hier noch lädt. Manchmal hat Patreon echt Probleme zu laden. Oder vielleicht denkt er sich so, ey... Hör auf, hier gratis zu laden. Bezahl die mal lieber. Das ist geil, so ein Oversized-Ding. Nämlich auch so als Schlafding ist das cool. Nehmen wir mit. Ja, 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 ja. T-Shirt 3. Nehmen wir auch noch mit. T-Shirts kann man nie genug haben im Leben. Das Outfit habe ich. Alles klar. Dann haben wir hier auch schon wieder abgegrast. So, bei Blue Craving. Ja, er lädt sich doof. Ist nicht schlimm. Wir gehen zu Cibulette. Meine persönliche Entdeckung des Jahres, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin einfach so, glaube ich nicht, ich bin auch über ein Video drüber gestolpert bei irgendwem. Und das ist so ein unfassbar toller Creator. Wahnsinn. Die macht so geile Sachen. Oh mein Gott. Aber manche Sachen sind natürlich auch erst Early Access. Wir gucken mal auf Free.
Ja, das eine ist noch Early Access, aber ist nicht so schlimm. Das kommt ja dann irgendwann. Da muss man halt nur ein bisschen länger warten. Das hier brauchen wir für die Bäckerei alles, oder? Habe ich jetzt so geklickt? Ja, habe ich. Boulangerie Part 2 Bakery. Oh mein Gott, das brauchen wir fürs Café. Ist das nicht perfekt? Auch dieses Schild und die Kasse. Oh, ich hoffe, die funktioniert. Ich hoffe, die funktioniert tatsächlich auch. Interior of a French Bakery. So, und jetzt kommt man halt hier zu Sim Fileshare. Sim Fileshare ist auch auf jeden Fall vertrauenswürdig. Da kann man auch laden. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Aber wie gesagt, bei so Google Drive-Ordnern, weiß ich nicht. Aber über Sim Fileshare habe ich auch schon so oft Sachen geladen und da ist auch noch nie was passiert. So, Mint-Set, das haben wir ja eben bei Sims Resource geladen und das Schlafzimmer haben wir auch bei Sims Resource geladen. So, was haben wir hier? Oh wow, das ist schön. Das ist schön. Lautes. Das ist irgendwas mit der Lebensmitteltüte. Ein wunderschönes Kinderzimmer. Nehmen wir mit. Das ist ein neues Haustier-Set. Und ein Karaoke-Ding. Oh mein Gott, ich raste aus, Leute. Guckt euch das bitte an. Oh, es gibt Menschen, die haben einfach so einen guten Geschmack. Finde ich ganz toll. Ganz toll. Danke dafür. Danke dafür. Haben wir? Wunderschön. Ach, jetzt hätte ich mal wieder noch Bock auf eine Hochzeit in Sims. Wir haben aber leider jetzt alle Hochzeiten irgendwie durch. Nee, gar nicht wahr. Wir haben Eva und Noelia noch nicht verheiratet. Das ist ja auch mal mega süß, oder? Functional Crib thanks to Pandasama. Ja, das habe ich noch nie hingekriegt, das Baby, also die Babys, tatsächlich in andere Wiegen zu legen. Dafür gibt es einen extra Mod. Ich meine eigentlich, dass ich den habe. Aber es funktioniert bei mir nicht. Ich weiß es nicht. Dafür müsste ich jetzt halt diesen Mod noch laden. Ist egal, machen wir dann ein andermal, ne? Und es wird nie funktionieren. Story of my life. Das hier ist ja auch sowas von süß. Guckt euch diese Schüsseln an. Und diese Hundehütte. Also eine der meistgestellten Fragen nach Custom Content bei mir ist nämlich, woher hast du die Tiersachen und woher hast du die Hühnerställe? Und die Antwort ist immer Cibulette. Großartig. Ganz doll. Ganz, ganz doll. Das Karaoke-Set ist ja auch mal richtig geil. Wenn das funktioniert, ich raste aus. Ah, stopp! Das war zu viel. Ist egal, wir können ja von hier Cibulette. Gehen wir halt ewig. Wir wollen nicht nach Sylt. Wir wollen zu Cibulette. Okay. Wir gucken noch ein bisschen, was sie noch hat. Und dann würde ich gleich mal versuchen. Ich weiß jetzt nicht, das habe ich natürlich, also ich mache hier Live-Experimente, Leute, ne? Ich habe noch nie live dann den Custom-Content ins Spiel geladen und auch das Spiel gestartet. Ich habe absolut keine Ahnung, was gleich passieren wird überhaupt, wenn ich das Spiel dann starte. Ich hoffe, dass mir der Stream nicht abkackt, weil Sims ist ja so, also ganz ehrlich, ne? Ressourcentechnisch ist es ja ein Graus, dieses Spiel. Ah, das Zimmer haben wir auch geladen. Guck mal hier, wie schön die Weihnachtssachen. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Aber das da ist noch cool. Ich gehe nochmal auf Seite 4, aber ich glaube, ich bin fast durch, weil ich habe tatsächlich die restlichen Sachen alle schon. Ich glaube, ich habe die nämlich dann doch nochmal das habe ich alles schon. Ja, ja, ja. Also wie gesagt, absolute Empfehlung. Großartiger Guckt euch dieses Set an. Habe ich das nicht schon drin? Es ist einfach nur ein Traum. Hatte ich nicht extra noch gesagt, ich habe sowas Geiles geladen gehabt für die Renovierung? Eigentlich schon, ne? Das ist auch schön, für so ein Restaurant einzurichten. Voll toll. Voll toll. Sehr, sehr schön. Alles klar, Leute. Dann wären wir von meiner Seite aus eigentlich... Ach so, hier, stopp, den müssen wir noch runterladen. Sind wir von meiner Seite aus eigentlich durch, da wo ich überall stöbern wollte.
Ich habe auch übrigens schon mal ein Video auch mal gemacht, wo ich meine Lieblings-Creator vorgestellt habe. Da unter dem Video sind die auch verlinkt. Also da gibt es noch mehr. Da könnt ihr sonst auch noch mal gucken. Vielleicht mache ich irgendwann auch noch mal so eine Favoritenrunde oder so.